hat seine Frau verloren. Er hat sein Gedächtnis verloren. Doch das hält ihn nicht davon ab, ihren Mörder zu suchen. Ihr Bruder leidet an den Folgen eines schweren Schädelhirntraumas. Seine persönlichen Erinnerungen an sein Leben vor dem Unfall sind gelöscht. Es wird alles gut. Ich mache alles gut. Los. General, Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten. Mehmet Ersoy, neuer Mann, macht sich breit auf der Szene. Turgut Algan, er ist der Platzhirsch. Und er der Neue. Er will sein Revier verteidigen und er will in das Revier rein. Sie ist tot. Paul ist kaputt. Bei dem sind die Lampen aus, die gehen auch nicht wieder an. Wie viel Zeit soll ich mit ihm verbringen, bis du begreifst, dass er alles vergessen hat? Ich will, dass du dich um ihn kümmerst. Du fragst ihn wieder und wieder und wieder. Ich will wissen, was er weiß. Wer bist du? Ich bin dein bester Freund. Mehmet Ersoy, neuer Mann, macht sich breit auf der Szene. Kennen wir uns? Turgut Algan. Was ist mit dem? Ich werde allen zeigen, dass ich immer noch da bin. Hier wurde vor einem halben Jahr deine Frau erschossen. Der Täter ist spurlos verschwunden. Steh auf, bitte, du lebst. Komm! Was wollte Lilly hier? Paul ist bei Born aufgetaucht, im Büro. Born hat gerade angerufen. Er gibt keine Ruhe. Hm? Das wird er auch nicht, solange Lillys Mörder nicht gefunden ist. Es wurde eindeutig festgestellt, mit dieser Waffe wurde Lilly erschossen. Sicher? Sicher. Die Frau ist unsere einzig brauchbare Zeugin. Das ist er. Seifert, John, Berlin, Darling. Eine 7. Überdosis. Jetzt kannst du endlich zur Ruhe kommen, Paul. Niemals hat mein Sohn einen anderen Menschen getötet. Der Fall ist geklärt. Finde dich damit ab. Nein, das kann ich nicht! Ist er wirklich tot? Der Junge, der Mama umgebracht hat? Ja, er ist tot. Und warum habe ich dann immer noch Angst? Ich bin vergewaltigt worden. Was? Ich habe für Sie 4 türkische Dealer aus der U-Haft geholt. Für mich haben Sie es ganz bestimmt nicht gemacht. Einer der Belastungszeugen hat den Dealern 15.000 Euro Drogengeld geklaut, während die noch in Haft waren. Als Vergeltungsaktion haben die Dealer in der letzten Nacht die Freundin des Jungen entführt und sie vergewaltigt. Diese Freundin, Herr Bones, meine Tochter. Wir haben es da mit Leuten zu tun, die können unser Leben zerstören. Was für ein Leben meinst du denn? Du ziehst deine Anzeige zurück und änderst deine Aussage, okay? Das ist er. Der Mann, der an dem Tag aus dem Hockelbody gelaufen ist, das ist er. Bist du sicher? Ja, ja. Warum kannst du nicht bei dem Mörder bleiben, den wir nun mal haben? Warum kannst du nicht endlich Ruhe geben? Als Lilly erschossen wurde, warst du in der Nähe. Warum? Ich hatte einen Termin. Schreib das auf. Mein Parteifreund hat dort sein Büro. Wir hatten eine Besprechung. Wer soll das sein? Hör auf damit. Du weißt, wer das ist. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass sie vor unserer Tür steht. In einem schwarzen Kleid. Sie lebt. Ich weiß, dass sie lebt. Eine Hure wurde ermordet. Du weißt etwas darüber. Du bist mein Bruder, Christoph. Warum rufst du mich an? Ich bin kein Killer, falls du das meinst. Ich kann nicht mal den Mann umbringen, der meine Tochter heute fast in den Tod gedrängt hätte. Ich bin kein Killer. Aber was ist mit dir? Du hast es vergessen. Aber vielleicht bist du irgendwann mal so mutig, Erinnerungen zuzulassen, die nicht so ganz ins Bild passen. Dann wirst du es nämlich endlich wissen. Der Killer von uns beiden bist du. Ich war kein Killer. Ich war kein Arschloch. Du hast Lilly aber ganz schön fertig gemacht. Nein, das stimmt nicht. Sie hat mir doch erzählt, dass du sie betrogen hast. Dass du sie bedroht hast. Nein. Nein! Paul, ihr seid gefährliche Beziehungen eingegangen. Ihr habt einen Deal mit Leuten gemacht, für die ein Menschenleben nichts zählt. Wer war unser Informant? Wer hat uns Tipps gegeben? Wer hat uns gekauft? Ich hab was vor, Paul. Darum muss ich mich jetzt kümmern. Es kommt mein Ding, verstehst du? Er war unser Informant, ne? Turgut Algan. Was hat er für uns getan? Alles Mögliche. Was haben wir für ihn getan? Das Leben muss aufhören. Ich kann nicht zurück. Wenn du nicht Schluss machst damit, dann mach ich es. Ich hatte irgendwas in der Hand und das hat jemanden nervös gemacht und deshalb musste Lilly sterben. War so. An dem Abend, als wir die Sache mit Murat erledigt hatten, sind wir beide ins Blue gefahren. Da war eine Frau, die...
Die wollte, dass ich sie irgendwo hinbringe. Wer war das? Sina. Genau. Zu wem ist sie gefahren? Mach das Maul auf. Hast du vergessen, für wen du arbeitest? Für 50 Riesen sage ich dir, wer mit meinem Kollegen zusammenarbeitet und wer Mehmet ans Messer liefert. Wenn alles gut geht, hast du auf deiner Pinnwand bald Platz für schöne Landschaftsaufnahmen. Du musst nicht, Boris. Es geht nicht gut. Es gibt kein Zurück. Doch, es gibt ein Zurück. Pack aus. Ich habe immer gesagt, dir kann nichts passieren, mein Kleines. Ich beschütze dich. Du warst ja vor einem halben Jahr Mieter einer möblierten Wohnung, die du deinen Parteifreunden Born und Gifting für eine Party mit zwei Prostituierten zur Verfügung gestellt hast. Eine der Frauen wurde am nächsten Morgen tot aus dem Müggelsee gezogen. Da war noch eine zweite Prostituierte, ein sehr junges Mädchen. Ja, und wo ist die? Wo ist die Frau? Was hast du in der Hand? Die eine Nutte ist tot, die andere ist verschwunden. Die Wohnung ist sauber und leer. Wenn in der Wohnung, die du gemietet hast, jemand getötet wurde, dann werden wir das rausfinden. Wer ist denn das? Ein Berliner Mädchen. Ist auch deine Tochter, oder? Sie ist fort, schon lange. Ich habe nur so ein beschissenes Foto von ihr. Ich habe in den letzten 4 Jahren auf der Lohnliste der türkischen Mafia gestanden. Ich habe im Auftrag von Turgut Algan den Straßendealer Birol Özalan erschossen. Und ich habe meinen Kollegen Oliver Weiland, der mich erpressen wollte, erschossen. Ich bedauere, was ich getan habe. Das ist sie. Das ist meine Zeugin.